Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Hausflipper hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden noch nicht ein neues Haus, denn erstmal noch ein oder zwei Aufträge machen, je nachdem, wie lange die Aufträge dauern. Wir werden hier mal bei Robert Model bitte um Entrümpelung des Hauses. Hallo, vor einigen Tagen habe ich ein Haus für einen guten Preis erworben. Die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Was? Die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ungebetene Gäste dort einzogen. Naja, ein ungebetener Gast. Es handelt sich um einen Gentleman. Was? Okay. Der sich mit seiner Karre unbemerkt einschlich und dort einige Tage lang blieb, bis er von der Polizei aufgegabelt wurde. Okay. Dieser Herr veranstaltet in diesem Haus einen solchen Saustall während seiner kurzen Zeit. Kaum zu glauben, überall Müll auf dem Boden, Plakate und Zeitungen, unidentifizierbare Substanzen auf dem Parkett und es scheint, als ob der Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Was? Ob er dem Kühlschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte? Das ist schnäklig. Als Person, die vor solchen Zuständen abschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln. Ich bitte auch, die Probleme mit der Elektrizität zu beheben. Mit besten Grüßen, Robert Model. Das kann ja jetzt interessant werden, was wir da drinnen sehen. Oh, ich höre es schon. Fenster reinigen, zerstören Kakerlakennester, räume den Müll auf, reinige Verschmutzung, montiere die Geräte. Ach, da hörst du es schon. Ja, gib mir mal den Staubsauger gleich her hier. Mal das wegwerfen hier. Ach, das ist ja ekelhaft. Ja, bitte Staubsauger, ich will da nicht reingehen. Ist ja. Ist das ekelhaft. Komm hier, saug doch mal zu. Ich meine, dass man Kakerlaken Staubsauger entfernt, ist mir aber auch komplett neu, ne? Hier ist der Müll leer noch drüber. Ja, da war der Müll leer noch drüber. Durch den Müll können wir sie nicht durchsaugen, okay. Was ist das ekelhaft? Staubsauger macht schon komische Geräusche. So. Gut. Also hier ist ordentlich Müll zustande gekommen. Na gut, das geht noch hier. Wir noch mit. Nein, das Geräusch macht denn ja schon. Hier gemacht. Hier für Partys So, dann tapsen. Hier. Draußen ist schön. Da ist auch draußen. Ja, wir lassen mal die Türen offen und lassen uns mal durchlüften hier. So. Hey, müssen wir mal weiter gucken, was die schöne. Ella. Ach, guck mal, da sind die Kakerlaken. In Massen. So, neue Fertigkeitspunkte. Jetzt müssen wir da wegräumen, oder? Alter, das Geräusch alleine, ne?
Oh, gut, dass der Staubsauger so laut ist. Das ist ja echt nicht gebrustig, so was hier. Müssen ja noch welche sein. Lampe? Ich muss das lieber nicht an die Macht sehen. Ekelhaft. So. Lichtschalter. Vielleicht sind die Stecker verbrannt. Was? Stecker ist hier verbrannt. Wollen? Der hört sich hier an. Ach, du ahnst es nicht. Der Sicherungskasten ist ein bisschen vergriesknödelt. Oh. Was? Oder nee? Komm ich hier wieder raus? Ah. Ah. Alles klar. So, gut. Haben wir denn hier noch irgendwas? Hier haben wir bloß noch Müll dann, ne? Dann müssen wir hier bloß noch durchfeudeln mal das, nicht? So, schön schnell mal einmal hier mit dem Nimbus 2000 Besen. Einmal durch. Das hat mich auch Geräusch vom Öffnen. Das Ding hat mich jetzt auch irritiert, muss ich mal sagen. Also. So, gut. So. Ist hier irgendwo noch Dreck? Wo ist Dreck? Warte. Irgendwo da oben an der Decke. Da. Ich glaube, der Raum ist fertig. Also im Keller sind wir schon mal fertig. So. Hier drinnen aus. Sonderlich schön. So. Ja, blaues Zimmer. Naja, gut. Mal jetzt hier auch nochmal durchfeudeln. Einige die ganzen Hier noch bestimmt sind ein paar. So. Hier aus. Tür ran. Hinten. Danke. Gut. Jetzt können wir hier Fenster putzen. Ich. Es ist denn auch so eine nächtliche Stimmung hier, ne? Dieses komische Viecher, die da rumkrauen. Das ist ekelhaft. So, dann können wir hier noch ein Fenster reinigen. Naja gut, ich werde dafür bezahlt und dann ist es auch schon wieder gut. Ne? Dann muss man halt so mal durch, wenn man sich hier einen Job aussucht. Deswegen bin ich Informatiker geworden, damit ich so einen Mist nicht machen muss. So, okay. Licht geht. Licht geht. Ja, schön. Lassen wir das Licht nochmal an hier, nochmal ein bisschen durchlüften. Wir haben hier mal ein bisschen noch. Da können wir ja schon mal zumachen. Machen wir hier noch Licht an. Das. So, und schon sehen wir hier noch jede Menge Dreck hier rum. Härchen. So. Wir reparieren müssen eindeutig. Das ist eine. Ah, der Besen, der ist schon echt gut. Also muss man sagen, kann man sagen, was man will. Der ist. Wir haben hier noch ein paar Punkte zu vergeben. Gucken wir doch mal, was können wir denn hier jetzt? Wirft den Müll in der Reichweite weg. Zack. Das ist doch noch besser, wenn er jetzt den ganzen Müll auch noch wegwirft. So, hier müssen wir kurz mal dran rumschrauben, damit die Steckdose wieder schick ist. Oh, Muster. Schön. Krippe. Noch eine. Und noch eine. Zut. Also bei den kleinen Schrauben, naja gut, egal. Ja, das gut, das haben wir auch geschafft. Jetzt können wir den Auftrag eigentlich schon abschließen, wollen wir aber nicht. Hier hinten gibt es noch eine Steckdose. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, wo die ist. Dose.
Nehmen wir mal kurz die Küche hier ein Stückchen beiseite. Oh, dankeschön. Ah, das Spiel, das ist schon das jetzt nicht erwartet, ne? Was schaffst du mit einer Grafikkarte? Also. Naja. So, dann hätten wir hier ein Stück Kabel, dann hätten wir ein braunes Kabel und ein grün-gelbes. Immer schön den Akkuschrauber nehmen für solche Schrauben, das ist wichtig. Und hier nehmen wir wieder ganz normal den Handschrauber, damit wir schön eine Sehenscheidentzündung und zum Handgelenk wegholen. So, dann nehmen wir mal die Küche und wollen die hier hinten mal wieder einpassen. Mal gucken, ob ihr da wieder rein. Ach, hingestellt. Ah, okay. Wir können näher. Sieht wieder aus wie original, als wenn es so sein müsste. So. Dann haben wir hier ein Fenster, das wir erstmal putzen können. Unten, hinten, vorne. Nicht, geh dich doch nicht andauernd. Bleib doch mal ganz unruhig hier, du kleiner Wischmopp. Ein Wischmops. Ein Hund, Mops, genommen und schön mit Seife und so eingeseift. Und dann kann man mit dem den Boden wischen. Nein, natürlich nicht. Mach das nicht zu Hause. Mir auch keine Wischkatze. Obwohl ich mal überlegt habe, meiner Katze unter den Füßen irgendwie oder so, da so einen Lappen unterzulegen, weil die rennt eh überall lang. Oder halt eben als Staubwedel zu nutzen. Weil der kommt ja in Ecken, da glaubst du ja gar nicht, ne? Das ist wirklich fürchterlich. Wenn der manchmal hier so durch die Wohnung schleicht und so weiter und dann kommt er mit mal aus irgendeiner Ecke raus und der ganze Bart hängt dann voll mit irgendeinem Staub, den er sich irgendwo eingefangen hat. Meine Männer sehen ja Staub sowieso nicht, aber schon echt creepy. So, gut. Dann haben wir das hier geputzt und gemacht und getan. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier auch? Hier nochmal putzen, okay. Da müssen wir nochmal fleißig das Ganze hier auch so. Okay. Bett geputzt kriegen hier. So, über der Heizung im Fensterbrett ist noch ein bisschen Dreck. Weg damit. So. Dann Fenster putzen. Da entlang. Sehr schön. Dann wie ist denn noch? Ah, das hat den Mops das Ding hier nicht machen können, weil das würde wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber gut. So, dann. Ich habe gerade eine Werbung gesehen, wo eben gerade ein rosa Augenwinkel. Keine Ahnung. Läuft der Fernseher gerade hier noch. So, und dann haben wir hier noch einen Raum, wo was kaputt drin ist. Lampe oder? Ja, die Dusche. Eine neue Dusche. Das kriegen wir hin. Nee, nicht Käufer, Shop. Wir brauchen Badezimmer, wir brauchen eine Einbaudusche. Jetzt kaufen. Klick. Montieren wir natürlich auch. Wir nehmen da nicht nur das Material hin. Nein, wir bauen ihm natürlich auch die wunderschöne Dusche hier drin auf. Damit er, wenn er hier einzieht, auch duschen kann und sich freut über was Schönes. Schöne, heiße, das ist. Manchmal ist das auch was richtig Schönes, wenn man sich einfach so mal unter eine heiße Dusche stellen kann. Ach ja, dann wird so leicht eingeregnet. Das ist schon. Gut, eine heiße Badewanne ist auch nicht schlecht, ne? Aber so eine, ich muss ja sagen, ich habe ja leider Gottes hier in meiner Wohnung nur eine Badewanne, gar keine Dusche. Und in der Badewanne duschen, wie viele mir das vorschlagen, eine Dusche oder eine Badewanne, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann das nicht. Also, wenn ich eine Badewanne habe, dann muss ich auch baden, da kann ich nicht drin duschen. Hätte ich ja eine Dusche und keine Badewanne. Ich muss da, glaube ich, mal mit dem Vermieter drüber reden, dass ich da vielleicht eventuell jetzt Ahnung hätte, wie man Häuser renoviert und ich könnte dann vielleicht eventuell das Bad selber machen. Umbauen. Obwohl ich sagen muss, dass ich handwerklich eigentlich auch doch etwas gesagt bin, handwerklich begabt bin.
So, jetzt haben wir hier natürlich noch ein paar Möglichkeiten, wo Dreck drin liegt und hinter liegt. Die müssen wir natürlich noch kurz beseitigen. So, hier sind wir durch. In dem Raum noch mal gucken. Hier ist irgendwo noch Dreck. Da weg. Das ist auch noch Dreck. Weg. Auf die Minimap und dann sehen wir, dass hier. Wo haben wir es denn noch? Hier etwa dreckig. Sache, die Tür ist dreckig. So, und jetzt sind wir zu 100% fertig. Und passt auch wunderbar von der Zeit. Warte, wir machen nochmal die Hintertür noch zu. Nicht, dass hier noch die betenden Gäste wieder reinkommen. Nicht, dass wieder irgendeiner sich einlistet. Das Ding nochmal putzen müssen. Dann können wir den guten jungen Mann anrufen und haben alle Aufgaben erledigt. Und bekommen dafür, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, 5.965,47 €. Der Auftrag ist beendet. Und damit auch die Folge. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn wir dann weitermachen hier. Ich sag jetzt mal nicht voraus. Aber ich denke mal, mehr Zeit habe zum Aufnehmen, werde ich wahrscheinlich mir ein Häuschen vornehmen. Lädt es aber ein bisschen lange hier. Lädst du denn? Pedüm hat's gemacht. Das musste erst wieder auf den Tag umstellen. Keine Ahnung, was Pedüm heißt, aber egal. Da ist unser Bettchen hier schön mit Schäfchen drauf. Das werde ich jetzt gleich auch aufsuchen. Ich wünsche euch was. Bis denn. Tschüss.